Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit AFD-Refrain. Ein selbst eingesprochener Titel mit der Instrumentalisierung einer Bearbeitung von Bathroom Blues von Fireproof Babies. Darauf folgt: Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ein musikalisches Projekt, bei dem ich neben weiteren insbesondere die Zitate von Stefan Raab verwendete und zur musikalischen Unterstreichung Songtitle Indicates Meaning von Chespertin bearbeitete. Anschließend spiele ich Ich fühle mich gut. Ein musikalisches Projekt, bei dem ich neben weiteren vor allem die Zitate von Stefan Raab verwendete und zur Instrumentalisierung Absolutely Clear Instrumentally Mix von Cherries bearbeitete. Viel Spaß! Wer ist der größte Populistentrack? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem nicht? AfD, AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner, keiner. Wie groß wird ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden ihre Sprüche immer gemeiner, gemeiner? Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD.
Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Wer ist mal anstellen? Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Du musst jetzt vorstellen, du musst jetzt mal meine Freundin darstellen. Ja. Zum Beispiel ruft beim FC Bayern Fanshop an und will mir die Pavian-Perücke von Paul Breitner bestellen und so. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Sagen Sie Triana erstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. So etwa kann ich mir vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Die Ergebnisse sind sowieso nicht für mich zufriedenstellend. Kann mir das durchaus vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Wer ist mal anstellen? Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ob du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du dich das vorstellen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann mir das durchaus vorstellen. Ich fühle mich gut. Raab kann nicht nur moderieren. Ich fühle mich gut. Moment, irgendwie finde ich diese Vorstellung gut. Ich fühle mich gut. Nein, wir zeigen schon oft Menschen, die merkwürdig aussehen, aber das war uns dann doch zu gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja, erstmal großes Kompliment, TV Total gucke ich ganz gerne. Sehr gut. Ich fühle mich gut. Mir geht's gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Tschüss, mach es gut. Ich fühle mich gut. Also eher eine Hommage, absolut. Ich fühle mich gut. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Ich fühle mich gut. Als Zeichen der Demut. Ich fühle mich gut. Ich wurde nur für eine Sache rausgezogen. Ich fühle mich gut.
Wir sitzen schon seit 3 Stunden hier im Proben. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ich fühle mich gut. Aber ich finde, wenn es der FC Bayern schon nicht schafft, dann müssen wenigstens wir das Triple holen. Ja, klar. Ich fühle mich gut. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Ich fühle mich gut. Einmal, um das Ding reinzustecken und einmal, um es abzuholen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Raab kann nicht nur moderieren. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Moment, irgendwie finde ich diese Vorstellung gut. Ich fühle mich gut. Nein, wir zeigen schon oft Menschen, die merkwürdig aussehen, aber das war uns dann doch zu gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja, erstmal großes Kompliment, TV Total, gucke ich ganz gerne. Sehr gut. Ich fühle mich gut. Mir geht's saugut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Tschüss, mach es gut. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles. Und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Wunderbar. Dann fahren alle mal zum Jail. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Im Knast gestochen. Ein kurzes Lied, bei dem ich neben weiteren vor allem die Zitate des Herrn Stefan Raab verwendete und für den musikalischen Background Love Jones von Lance Field bearbeitete. Darauf folgt Tottigramm für Stefan Raab, ein instrumentalisiertes Projekt, welches ich selbst einsprach und zur musikalischen Hinterlegung Stand By Me von Ukulele Moon bearbeitete. Anschließend spiele ich Streichelt Euch von Hinten, ein musikalisches Werk
bei dem ich mich neben weiteren vor allem auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte und für den Hintergrund Sunlight von Robero bearbeitete. Danach lasse ich hören Dieter Stephansson, ein musikalisches Projekt, welches ich selbst einsprach, und zur musikalischen Hinterlegung Stand By Me von Ukulele Moon bearbeitete. Und last but not least, Mach die Frequenz frei, du Arschloch, ein musikalisches Projekt, bei dem ich die Interpretenbezeichnung Anonymer Tracker verwende und das Ganze mit einer Bearbeitung von Forgotten Land von Dachshund Sigmund instrumentalisierte. Viel Spaß! Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Knast gestochen wird. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Den Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Den Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Den Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. So sieht das aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Nee, das ist alles so, das ist so Zufall. Das sieht immer so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Habt ihr da Millionen verbraten? Nee, das sieht nur so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. So sieht das aus. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Den Knast gestochen. Den Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Er probiert etwas aus. Natürlich denken wir so ein paar Sachen auch vorher aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. So sieht das aus. Also mach die Kamera aus. Sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Da reicht die Freundesliste aus. Licht aus. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Den Knast gestochen. Den Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Den Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Den Knast gestochen. Den Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen.
flimmerst über die Kiste und schießt auch über die Piste. Versetzt Hörer in Staunen, vertreibst alle schlechten Launen. Dein Ehrgeiz ist sagenhaft, oft du was gewagen hast. Deine Gigs waren manchmal spitze, weshalb ich gern vor der Sendung sitze. Dein Biss ist weiß und stark, zu Gegnern bist du hart. Dabei immer gut gelaunt, Topstar von so mancher Frau. Ein Idol der Massen, ein Star zum Anfassen. Aber jetzt bist du frei, deine Zeit ist vorbei. Wir müssen deine Fresse nicht mehr schauen. Mancher wollte dir einfach nur in diese hauen. Seid lieb zueinander und streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Oh, das stell ich mir vor. Komm, streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Heute wird lustig. Das wäre lustig. Ein lustiger Spaß. Ich hatte da Lust drauf, das wird ein lustiger Europaurlaub für mich. Oh, ich will dich so sehr. Ja, ne, aber also war doch lustig, oder? Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. In der Regel was ihm selber Spaß machen muss und was ihn herausfordert. Ein lustiger Spaß. Das macht ja auch Spaß. Ja. Spaß. Ach, wie geht's denn? Oh, ich will dich so sehr. Ja. Spaß. Ach, wie geht's denn? Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Moment, irgendwie finde ich diese Vorstellung gut. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Und einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Und am Anfang finden Sie natürlich keinen honorigen Präsidenten. Streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten.
streichelt euch von hinten. Streichelt euch von hinten. Oh, ich will dich so sehr. Streichelt euch von hinten. Stefan, wo warst du diese Sendung, als ich dich so gebraucht hab, hä? Stefan, wo warst du in meiner tollen Sendung? Du gingst bereits in Rente, doch ich möchte noch kein Ende. Fandst du das etwa gut, dass ich alleine verende? Ich hab mich so nach dir gesehnt, mit einem Toddy-Kram. Du bist wohl lieber allein daheim. Schön, doch Stefan, bitte, bitte, ich will dich in meiner Sendung sehen. Stefan, vielleicht magst du mich ja nicht, doch Stefan, ich brauche dich. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Stefan, du warst nie für mich da. Ich wollte nur ein Lied spielen, ich schwöre, das ist wahr. Stefan, du warst nie für mich da. Stefan, nie warst du für mich da. Stefan, Stefan, bitte komm in meine Sendung. Und da habe ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als 1000 Worte. Hier nur der Wörter, bla 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 bla. Waddle, haddle, du da da. Stolz und dankbar. Wunderbar. Thank you.
frei, du Arschloch. Frequenz frei, du Arschloch. Frequenz frei, du Arschloch. Frequenz frei, du Arschloch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit ESC Opening Eröffnung Eurovision 2011. Eine verlängerte Version, die im Rahmen meines Specials zum Entertainer Stefan Raab entstand, zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version von Coda Muja von Knackno. Darauf folgt: Da muss auch mal gut sein. Ein musikalisches Werk, für das ich insbesondere die Zitate des Entertainers Stefan Raab nutzte und zur musikalischen Unterstreichung der Stars Look Different Siggi Stardust Mix
von Spinnenmerkaber bearbeitete. Anschließend spiele ich Ich will dich so sehr. Fantastisch. Yeah. Ein musikalisches Stück, bei dem ich mich neben weiteren insbesondere auf die Zitate von Anke Engelke bezog und für die musikalische Begleitung Alien Swin von Stefan Kartenberg bearbeitete. Danach lass ich hören. Hast du nicht ein Lied für mich? Ein musikalisches Werk, für das ich neben weiteren vor allem die Zitate des Stefan Raab nutzte und für den musikalischen Background Music and Sound Infinity Inspiration von Marco Nicola bearbeitete. Und last but not least, ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate des Entertainers Stefan Raab konzentrierte und zur musikalischen Hinterlegung Platinum Butterfly der Amigos bearbeitete. Viel Spaß! That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing, we can, sing, we can, sing, we can, sing, we can. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Right. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. An old tradition. Dass er nicht mehr die Rolle einnimmt von Flegel, wo er sagt so, ich provoziere hier auch ein bisschen. Freut mich, dass Sie alle mitklatschen. Es wird dort nur am Ende Frieden geben, wenn die Palästinenser einen Staat erhalten. Take it to the bridge now. Ran an die Menschen, ran an die Menschen, ran an die Menschen. That last year's winner opens the contest with the winning song. Komm, ich bin einfach so ein Typ, der hin und wieder auch sagt, was als nächstes kommt. Komm, Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Komm, Ich komme aus Holland. Komm, Euch will ich so sehr. Komm, That last year's winner opens the contest with the winning song. We can sing it. 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 I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Okay, now. We can sing it. We can sing it. But this is a little bit complicated tonight. Wie gesagt, er hat meinen absoluten Respekt, aber er muss sich ein bisschen locker machen. Tut mir leid. Zweite Frage, was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Das kann man, glaube ich, nicht mit einer bestimmten Tätigkeit. Jetzt zum Beispiel mit der Fernseharbeit. Und dann habe ich aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit. ProSieben hätte sozusagen die Möglichkeit. Jetzt habe ich im nächsten halben Jahr natürlich nicht viel Zeit. Ihr seid. Because Lena is competing in the contest. Und zwar, wenn du noch einen Tag zu leben hättest. Nein! Vic Blau haben sie sich in den After gesteckt. Someone in a dilapidated Calcum's getting past. Well, you know the rest. Gebietest du? Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Gebietest du? Crime. Gebietest du? Destroy. Eliminate it. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? We sing. We can sing it. We can sing it. Yeah. Sing, we can. Sing, we can. Sing, we can. Sing, we can. Huh? We sing. We can sing it. We can sing it. Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay. Now. Huh? We sing. We can sing it. We can sing it. Yeah. And she has to concentrate on her performance. Yeah, so what can we do, Stefan? What can we do? I don't know. Gebietest du?
Was lachst du? Gebetest du? Wer bist du? Vierte Frage, wie viele wirklich gute Freunde hast du? Und dann gibt's da Aufgaben zu. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Wir haben schon ein Niveau, wo wir die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. That last year's winner opens the contest with the winning song. We can sing it. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. We can sing it. Oh, maybe we can sing it. Herzlich willkommen zu Star Talking. Peinlich, eigentlich nicht unbedingt. Star Talking, genau. Star Talking, jetzt geht's los. Das macht Sinn. Wow. Das ist ein Ständig. Ah. Meine Fans sind die Besten, sehen super gut aus. Hübsche Mädels ohne Ende und auch gute Jungs. Ja, gute Jungs auch, sehen ja auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja. Was Dieter Bohlens Ding ist, das erfahren wir gleich. Terroristen-Scoring. Ich habe gesehen, auch 2 Tage der Training. Ja, schau, gucken der Training. Ich muss akzeptieren, Kritiker. Ja, Ergebniskritiker, Fehler, ja. Man ist über das System der Training. Was versteht der Training? Was versteht es über der Training? That last year's winner opens the contest with the winning song. We can sing it. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. We can sing it. Do we have a guitar? A guitar. Oh, there's one. Yes. As if somebody had known, there is a guitar. And so, what are we going to do now? Aber Sie denken doch bestimmt auch, ja. Ja, das finde ich auch. Sagen wir mal, alberner als Golf spielen ist das auch nicht. Und seit kurzem auch. Damit die Trucker mich auch hören. Also ich bin, das sieht man ja auch, das in die Haare oder in die Jahre? Jahre. Okay. Haare ja auch. Ja, die Haare auch. Dankeschön. Das ist nett von dir. Wünsche ich dir auch. Ja, Viola Rodemann von RTL auch. Ja, also nicht nur, sagen wir mal so, nicht nur wohlstandsmäßig, aber auch. Ja. Unser Training ist stark, ist modern, ist auch ein Training gewinnen auch. That last year's winner opens the contest with the winning song. We can sing it. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. We can sing it. Now, I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Right. Okay, now, okay. Take care. That last year's winner opens the contest with the winning song. We can sing it. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Alright. Okay, now. We can sing it. Thank you.
Darf ich Sie duzen? Nein. Dann muss auch mal gut sein. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Also, vergessen wir das Ganze. Dann muss auch mal gut sein. Hast du eigentlich als Schlachter? Sind Metzger auch Schlachter? Nein. Nein. Dann muss auch mal gut sein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Dann muss auch mal gut sein. Und 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 nein. Dann muss auch mal gut sein. Die holländische Tomaten sind voller Wasser. Nein. Dann muss auch mal gut sein. Ein Witz über Wohnwagen. Nein. Ja. Dann muss auch mal gut sein. Tulpen oder Käse oder Coffeeshops. Nein. 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 Dann muss auch mal gut sein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über das Training. Über das Training, nein. Dann muss auch mal gut sein. Und 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 nein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Und ja, ich hatte mehr die Idee, Leute zu unterhalten, also Entertainer zu sein. Dann muss auch mal gut sein, gut sein, gut sein. Dann können wir beim nächsten Mal auch gerne dabei sein. Dann muss auch mal gut sein. Ich wollte aber mehr Produzent sein. Dann muss auch mal gut sein, gut sein, gut sein. Ich dachte, das könnte meine Mama, mein Papa sein. Dann muss auch mal gut sein. Kann man an einer Hand, kann man die abzählen. Und das ist schon viel, finde ich. Das heißt ja nicht, dass 5 sind. Man kann es mit einer Hand abzählen, das kann auch nur einer sein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Unternehmerisch kann man ja in vieler Hinsicht tätig sein. Dann muss auch mal gut sein. Ja, wir haben aber genauer nachrecherchiert und wenn Sie so vehement dementieren, dann muss da schon was dran sein. Dann muss auch mal gut sein. Gut sein. Gut sein. Sogenannte Fans können aber auch gewalttätig sein. Dann muss auch mal gut sein. Gut sein. Gut sein. Gut sein. Das reicht, Moderator zu sagen. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Jeder hat ja sein Moment, und jeder gar nicht hat, jeder hat die Möglichkeit, kreativ zu sein. Dann muss auch mal gut sein. Jeder hat ja sein. Dann muss auch mal gut sein. Jeder hat ja sein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Darf ich Sie duzen? Nein. Dann muss auch mal gut sein. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Also, vergessen wir das Ganze. Na, dann muss auch mal gut sein. Hast du eigentlich als Schlachter? Sind Metzger auch Schlachter? Nein. Nein. Dann muss auch mal gut sein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Dann muss auch mal gut sein. Und 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 nein. Dann muss auch mal gut sein. Die holländische Tomaten sind voller Wasser. Nein. Dann muss auch mal gut sein. Ein Witz über Wohnwagen. Nein. Ja. Dann muss auch mal gut sein. Tulpen oder Käse oder Coffeeshops. Nein. 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 Dann muss auch mal gut sein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über das Training. Über das Training, nein. Dann muss auch mal gut sein. Und 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 nein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Dann muss auch mal gut sein. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Also wir sind auch alle überrascht und wir freuen uns natürlich sehr. Oh, ich will dich so sehr. Was will man mehr?
Oh, ich will dich so sehr. Moderator ist ja mehr... Oh, ich will dich so sehr. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, ich will dich so sehr. Was will man mehr? Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Vom Metzgerlehrling zum Wok-Weltmeister und Selfmade-Millionär. Oh, ich will dich so sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Oh, ich will dich so sehr. Ich könnte sagen, ach, wir machen kein Bluetooth mehr, machen keinen Medienaustausch mehr. Oh, ich will dich so sehr. Sicher ist eines bisschen mehr Mehmet, mehr Basler. Oh, ich will dich so sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Oh, ich will dich so sehr. Und Selfmade-Millionär. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Oh, ich will dich so sehr. Ich bin nur der Jens, der warte dieses Spiel und verteidige dieses Spiel. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Wissen Sie, warum der Italien-Mannschaft kauft nicht diese Spieler? Oh, ich will dich so sehr. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Wie eine Flasche leer. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Das sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Das sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Dann sag ich, ich fahr da mit dem chinesischen Wok runter. Oh, ich will dich so sehr. Da muss man auch hinfahren, um ein bisschen Spaß zu haben, oder? Oh, ich will dich so sehr. Letzte Jahre Meister geworden mit Armen in der Liga. Oh, ich will dich so sehr. Das sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Das sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Das sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich, will dich, will dich, will dich. Oh, ich will dich so sehr. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Infinite inspiration. Infinite inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe nicht ein Lied. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich?
damit die Trucker mich aufhören. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich gut. Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, das wundert mich auch. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich habe dich beobachtet. Und du beobachtest mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? So. Ja. Oder verstellst du dich gar nicht falsch? Ja, ich verstell mich ein bisschen. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Das hatte ich nicht verhört. Hast du nicht ein Lied für mich? Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich sehr geehrt. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich will jetzt mal wissen, was die von mir haben, was die alles über mich wissen. Hast du nicht ein Lied für mich? Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, was grinst du mich an, ne? Hast du nicht ein Lied für mich? Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Infinite Inspiration, Infinite Inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Das hat sich gelohnt. Hast du nicht ein Lied für mich? Und so kann er sich vieles leisten. Hast du nicht ein Lied für mich? So hört sich das an. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Und jetzt fragen Sie sich natürlich. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Also für sich selber. Hast du nicht ein Lied für mich? So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Menschen, die überwacht werden, werden unsicher. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, weil sie sich überwacht fühlen. Hast du nicht ein Lied für mich? Er hört sich wunderbar an. Hast du nicht ein Lied für mich? Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Hast du nicht ein Lied für mich? Fettes Arschgesicht. Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Infinite Inspiration, Infinite Inspiration. Music and sound, music and sound, music and sound. Wir nehmen nur Leute bei mir in der Sendung, die hässlicher sind als ich. Ich rede ja so, wie es mir gerade einfällt und überlege auch gerne mal innerhalb der Sätze, was ich als nächstes sage. Gestreckt durch einen
galantes Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Hey, ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Für mich wäre es ein Erfolg, das, was wir machen, sozusagen auf, in einer Beständigkeit zu etablieren. Ja. Es gibt Gerüchte, dass, wenn dein Vertrag bei ProSieben ausläuft, du eine Samstagabendshow moderieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit ja, ganz gezielter Werbung bombardieren. Und das ist nur mal mit 7 Euro in der Südpolitik zu finanzieren. Raab kann nicht nur moderieren. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht ja, auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Ja, das wollte ich euch mal sagen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich meine, ich bin ja der Autor, ich muss ja eigentlich wissen und ich kann nur sagen... Okay, ich wollte fragen... Den nächsten Contest hier auszutragen. Stadt Köln. Was würde für diese tolle Stadt sprechen, diesen Contest hier auszutragen? Also aus der jetzigen Warte kann ich mich nur wirklich nicht beklagen. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht ja, auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen.
Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Kurzprojekt 4, Trapattonis Knallschussfolge. Eine kurze Zitatsammlung ohne Instrumentalisierung. Darauf folgt emotionale Abschiedsrede. Eine verlängerte Version bzw. Zitatsammlung,
die im Rahmen meines Specials zum Entertainer Stefan Raab entstand, zur musikalischen Hinterlegung einer von mir bearbeiteten Version von She'll Be. Das Original stammt von Sunhawken. Anschließend spiele ich. Wir kennen uns zwar schon, wir sitzen uns aber noch. Bei diesem musikalischen Werk konzentrierte ich mich vor allem auf die Zitate von Stefan Raab. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Bilinski von Rockavaco. Danach lasse ich hören. Ich will bei dir sein. Ein von mir geschriebenes und gesprochenes, musikalisch umgesetztes Gedicht zur Instrumentalisierung einer bearbeiteten Version von Filter, welches im Original Sippy Cup präsentierte. Und last but not least. Was denn? Ein Huhn? Ah! Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte und zur musikalischen Hinterlegung Dirty Rims Backing Track von Coruscate bearbeitete. Viel Spaß! Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Respekt. Infectious. Das ist doch unglaublich. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. By a man, not a god, but wrapped so timely in the sinews of my aching body's course to travel blind. Ich fühle mich sehr geehrt. Alles super. Na super. Super. Das hört sich wunderbar an. Das andere ist Standard. Ich kam mir selbst ein bisschen vor wie ein Rausch. Du darfst dich nicht täuschen. Ich könnte sagen, mach, wir machen kein Bluetooth mehr, mach keinen Medienaustausch mehr. Er probiert etwas aus. Also mach die Kamera aus. Das ist doch unglaublich. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Das macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Dann muss auch mal gut sein. Hau ab, Schwein! Und nein. Und ja, ich hatte mehr die Idee, Leute zu unterhalten, also Entertainer zu sein. Darf ich sie duzen? Nein. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Also, vergessen wir das Ganze. Dann können wir beim nächsten Mal auch gerne dabei sein. Ich wollte aber mehr Produzent sein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Tuben oder Käse oder Coffeeshops? Nein, nein, nein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Und nicht über das Training. Über das Training, nein. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende.
Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Das macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Ich habe mich bei so vielen Leuten zu bedanken. Ich bin hier wegen Fußball, nicht wegen Ihrem Schwachsinn. Entschuldigung bitte. Bitte gebt mir mal alles, was ihr von mir habt. Wir freuen sich alle. Dankeschön. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene Maya hören. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Das macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Also wir haben eben viele Ausschnitte gesehen, das für mich das Allerlustigste war. Es ist wahr. Eine Schwulenbar. Halbes Jahr bei Viva war. Hau ab, Schwein! Wie? Ach so, gewichtlich. Gewichtmäßig, ja klar. Tatsächlich, das mit Abstand Lustigste für mich war die Tatsache, dass ich beim Kanzlerduell dabei war. Hau ab, Schwein! Seine Witze waren ordinärer, seine Sprüche gemeiner. War in deiner. Ach so, in deiner. Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man of God. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Da könnte ich mich heute noch drüber beömmeln. So. Oh, ich will dich so sehr. Ja, sehr gerne. Bist herzlich wieder willkommen. Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Und ich habe für Dieter Bürgi, ich hoffe, Sie schauen es zu und ich kann Sie damit bewegen, hier in unsere Sendung zu kommen. Hau ab, Schwein! Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Ich sie, dich sie. Die Yeti. Die richtigen Personen. Ace, die sie. Europa. Mein Lieblings-Everdeen. Starbucks, NSA und Prism. Pizza-Paradies, Tom-Mama-Parat. Das ist doch unglaublich. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Das macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Ja, im Prinzip bei allen, die bei uns in der Firma dafür gesorgt haben, dass wir ein wenig gute Unterhaltung auf die Beine stellen können. Hau ab, Schwein! Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Wasser, erlauben, Struf! Die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Das ist doch unglaublich. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Da muss ich mich natürlich noch bedanken bei meinem treuen Begleiter Elton. Und so kann er sich vieles leisten. Schöne Grüße auch von Peter. So, ich wurde schon von oben gestreichelt. Seid lieb zueinander. Streichelt euch von hinten. Und am Anfang finden sie natürlich keinen humorigen Präsidenten. Irgendwie finden diese Vorstellung gut. Einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Das ist doch unglaublich. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Einen besseren Turmspringpartner hatte ich wirklich nicht verdient.
neben der Tatsache, dass da Prominente sich natürlich die Ehre geben und dass die Geschwindigkeiten hoch sind, sieht's auch nach Sport aus. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich einen Sport daraus, uns zu töten. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Er war Kampfsportler gewesen. Diese Sportart befindet sich in den Kinderschuhen, ja. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Ja, und dann selbstverständlich vielen Dank an unser Publikum, die oft lange wach geblieben sind. Manche erfahren erst von dem Schaden, nachdem die Daten längst woanders sind. Die Menschen sind total nackt. Was sie sehen. Die Menschen sind total nackt. Auch sie sind tödlich. Beim Bombardieren sind die alle dabei, ne? Aber das heißt noch nicht, dass wir den Rekord noch nicht aufgestellt haben. Es ist noch möglich, den Rekord nochmal zu verbessern. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute. Comes for you, for the Sunday episode. We will not understand, but we do it our way. Know we that we can. Sind in Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Hat er Ihren Platz zu Hause? Den habe ich noch. Ja? Ich habe den Raab der Woche, der steht im Büro. Hey, außerdem macht der Kollege das dann so gut und wie ich den einschätze, auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. In der Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Machst du heute nicht mehr, Elton macht das manchmal noch. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch. Zimmerfrei und Wochenshow. Zimmerfrei und die Wochenshow. Harte Konkurrenz. Hab mich draußen vor die Tür gestellt und hab noch für die Kamera so eine Abmoderation gemacht. So nach dem Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Sind in der Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht. Noch nicht noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. Und eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen. Also, jetzt kommen auch noch die Fans. Also vielleicht dieses Jahr, vielleicht. Noch nicht noch.
in der Sie-Form geschrieben, wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Na, diese Mittwoch. Korruptes Arschloch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? In der Sie-Form geschrieben, wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. In der Sie-Form geschrieben, wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es doch schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Schließe ich meine Augen, sehe ich nur dich vor mir. Erklingt deine himmlische Stimme, gehört mein Herz für immer dir. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Es funkeln viele Sterne wie Gold. Und auch die Sonne machte mich fast blind. Doch das Glück fand ich erst bei dir, weil bei dir meine Träume sind. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Da 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 da. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz,
Deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Ich stand lange im Regen. Die Glut meines Feuers brannte lange allein. Jetzt hat meine Seele nur noch einen Wunsch. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. La 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 la. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es mal nicht zu spät. Mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Um Leben und Tod. Was denn? Ein Huhn. Oh. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ein Huhn. Achso, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Ein Huhn. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Und die haben das dann gezeigt bei der darauf folgenden Wetten-Das-Sendung. Ein Huhn. Wir haben jemanden in der Leitung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Ja. Ein Huhn. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Das hat aber seine Ordnung.
musste erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von einer Zeitung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Ein Huhn. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ganz einfache Lösung. Ein Huhn. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein Huhn. Sprach- und Sehstörungen. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Ein Huhn. Sexuelle Orientierung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den sende ich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. C-T-E-C-S-D-B-V-C-T-S-R-H-T-B-J-L-R-S-R-O-K-J. Das ist das Motto meiner ersten Sendung nach dem 19. November. Ich begann am 19. November und werde zur ersten Sendung danach zum Start in mein neues Sendejahr nochmal meine besten Titel spielen. Daher auch das kurze, aber einprägsame Motto C-T-E-C-S-D-B-V-C-T-S-R-H-T-B-J-L-R-S-R-O-K-J. Kürzer ging's ja nun wirklich nicht. Für alle, die lieber die lange Fassung hören wollen, gerne nochmal das Sendemotto ausformuliert. Carsten Todds erfolgreichste Clips seit dem Bestehen von Carsten Todds Radiosendung Hottentot beim Jenaer lokalen Radiosender Radio OKJ. Für diese Sendung versuche ich, meine beliebtesten Projekte nochmal in eine einzige Sendung zu packen. Dabei orientiere ich mich sehr an den Views-Zahlen bei YouTube. Wer mitwählen will, muss also nichts anderes tun, als sich meine Projekte auf YouTube anzuhören. Ich verspreche nicht, dass jedes Projekt seinen Weg in diese Sendung findet. Vor allem den Anteil an News-Zusammenschnitten und uninstrumentalisierten, verlängerten Versionen werde ich notfalls reduzieren. Ich tue aber mein Bestes, eine tolle Sendung aus meinen beliebtesten Projekten zusammenzustellen und so nochmal einen lohnenden Abend mit Rückblick zu schaffen. Schließlich steht an diesem Abend alles unter dem Motto C-T-E-C-S-D-B-V-C-T-S-R-H-T-B-J-L-R-S-R-O-K-J.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, ich plane bezüglich meiner 50. Sendung und meiner einjährigen Sendezeit in der Zeit zwischen Ende Oktober und Mitte November ein Special, welches sich über mehrere Sendungen verteilen wird. Die Thematik zielt in Richtung Nacht- und Erotikleben. Hierzu werden zahlreiche unterschiedliche Projekte vorbereitet. Es wird neue musikalische Umsetzungen geben. Ebenso plane ich mit einer Wutrede, einem weiteren Interview mit C.H. Brunin, einer komödiantisch-literarischen Geschichte sowie mit einer komödiantisch-wissenschaftlichen Arbeit. Die beiden letztgenannten Projekte werden entsprechend gleichermaßen Hörspiele und aus der wissenschaftlichen Arbeit soll zusätzlich sogar noch ein Trinkspiel werden. Es ist also allerhand in Planung und Arbeit. Ich wünsche weiterhin viel Spaß. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Eine Rose in der Sonne. Ein von mir selbst geschriebenes und eingesprochenes Gedicht zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version von Like Music CDK Mix, welches im Original CDK veröffentlichte. Darauf folgt Ich will bei dir sein, ein von mir geschriebenes und eingesprochenes Gedicht zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version von Like Music CDK Mix, welches im Original CDK präsentierte. Anschließend spiele ich Nur mit Sex, ein von mir geschriebenes, gesprochenes und produziertes sowie alles weitere selbst musikalisches Werk zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version von Seeker, welches im Original Gordonark präsentierte. Danach lasse ich hören Eine Rose in der Sonne, ein vollständig von mir selbst entwickeltes musikalisches Werk mit der musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von My Happy Little Bus von den Fireproof Babies. Und last but not least, Ich will bei dir sein. Ein von mir geschriebenes und gesprochenes, musikalisch umgesetztes Gedicht zur Instrumentalisierung einer bearbeiteten Version von Sweet Home Rock Instrumental, welches im Original Ivan Shaw der Welt darbot.
Hierbei handelt es sich um meine erstellte Kurzfassung des musikalisch umgesetzten Werkes. Viel Spaß! Eine Rose in der Sonne glänzt so wunderschön. Sie ist nicht zeitlos, aber träumt davon. Der Wind soll sie hinforttragen. Sie will schweben wie ein Vogel, gleiten wie ein Schmetterling, sanft und zart die Lüfte spüren. Und während sie in Gedanken versinkt, fasziniert von einer für sie fernen Welt, verlässt die Sonne den Horizont. Die Rose bleibt zurück und welkt. Schließe ich meine Augen, sehe ich nur dich vor mir. Erklingt deine himmlische Stimme, gehört mein Herz für immer dir. Es funkeln viele Sterne wie Gold, und auch die Sonne machte mich fast blind. Doch das Glück fand ich erst bei dir, weil bei dir meine Träume sind. Ich stand lange im Regen, die Glut meines Feuers brannte lange allein. Jetzt hat meine Seele nur noch einen Wunsch. Ich will bei dir sein. Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Ich kann tun, was auch immer ich will. 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 Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Dein Körper bebt, wenn du bei mir bist. Dein Körper bebt, wenn du bei mir bist. Dein Körper bebt, wenn du bei mir bist. Dein Körper bebt, dein Körper bebt. Dein Körper bebt, wenn du bei mir bist. Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Ich will dich, wenn du bei mir glücklich bist. Ich will dich, wenn du bei mir glücklich bist. Ich will dich, wenn du bei mir glücklich bist. Ich will dich. Wenn du bei mir glücklich bist. Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit Sex. Bist du zufriedenzustellen?
nur mit Sex. Sie will schweben und glänzen, in der Sonne tänzeln, im Traum weit fort, hoch hinaus, doch sie ist nur hier zu Haus. Eine Rose in der Sonne glänzt so wunderschön, sie ist nicht zeitlos, aber träumt davon. Eine Rose in der Sonne, eine Rose in der Sonne. Sie will schweben und glänzen, in der Sonne tänzeln, im Traum weit fort, hoch hinaus, doch sie ist nur hier zu Haus. Eine Rose in der Sonne, eine Rose in der Sonne. Der Wind soll sie in Fort tragen. Sie will schweben wie ein Vogel, gleiten wie ein Schmetterling, sanft und zart die Lüfte spüren. Sie will schweben wie ein Vogel. Sie will schweben wie ein Vogel. Sie will schweben und glänzen, in der Sonne tänzeln, im Traum weit fort, hoch hinaus, doch sie ist nur hier zu Haus. Sie will schweben wie ein Vogel. Sie will schweben wie ein Vogel. Und während sie in Gedanken versinkt, fasziniert von einer für sie fernen Welt, verlässt die Sonne den Horizont. Die Rose bleibt zurück und welkt. Eine Rose in der Sonne. Eine Rose in der Sonne. Sie will schweben und glänzen, in der Sonne tänzeln, im Traum weit fort, hoch hinaus, doch sie ist nur hier zu Haus. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Schließe ich meine Augen, sehe ich nur dich vor mir. Erklingt deine himmlische Stimme, gehört mein Herz für immer dir. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Es funkeln viele Sterne wie Gold, und auch die Sonne machte mich fast blind. Doch das Glück fand ich erst bei dir.
weil bei dir meine Träume sind. Ich will bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Ich stand lange im Regen. Die Glut meines Feuers brannte lange allein. Jetzt hat meine Seele nur noch einen Wunsch. Ich will bei dir sein. Bei dir sein, nur bei dir sein. Dein Herz, deine Seele soll Teil von mir sein. Du bist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich hoffe, für unser Glück ist es noch nicht zu spät. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.